Aber sag mir mal jetzt, wenn du, wie lang ging das Ganze? Also wie viel Geld hast du insgesamt damit gemacht? Das interessiert mich. Also ja, über welchen Zeitraum warst du aktiv? Das interessiert jeden. Das kann ich keinem beantworten, weil ich es nicht weiß. Was ich aber sagen kann, ist auf jeden Fall meine Aktivität. Erstes Mal eingeloggt auf Silk Road, Oktober 2011. Zu dem Zeitpunkt habe ich bereits diese zwei Growths gehabt in Deutschland. Also. Und dann in Ungarn kam auch noch ein bisschen was rein. Aber auf jeden Fall, das war jetzt analog. Dann genau eingeloggt bei Silk Road und Account an den Nagel gehangen war Oktober 2012. Also jetzt quasi Silk Road aktive Zeit, ein Jahr. Davon waren die ersten 3 Monate halt nur, ich kaufe jetzt was und verkaufe es irgendwo weiter. Dann habe ich irgendwann den Pfandleiher-Account kreiert. Anfangs nur, um irgendwie an Bitcoins zu kommen, ohne jetzt über die Banküberweisung was machen zu müssen, weil die Bank halt irgendwie mir Fragen gestellt hat, was denn Bitcoins sind. Und dann so muss man sagen, Anfang 2012 ging es dann langsam los mit eigene Teile pressen und halt eben die Holländer kennenlernen. Das gipfelt dann irgendwo im Mai, Juni, Juli. August werde ich dann paranoid, fange langsam an, das Lager aufzuräumen. Und Oktober ist dann, oder ja, September. Oktober, also auf jeden Fall Oktober mache ich den Laden dicht. Wie lange ich mich jetzt dann nicht mehr eingeloggt habe, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall so die 2012, kannst rechnen, so Februar bis September lief der Laden auf jeden Fall auf Hochtouren, mehr oder weniger. Anfangs natürlich, bis es halt ins Rollen kommt, hat schon Klar, gedauert. dauert. Ist ganz normal. Aber so, ich weiß auch nicht, wo der Hype herkam, weißt du? Aber so 6, 7 Monate sagst du dann Ja, da gute. war ich auf jeden Fall Vollzeit. Also hatte ich 100-Stunden-Wochen. Ganz ehrlich, viel länger schaffst du das auch gar nicht. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie ist das mit, also das heißt, man könnte jetzt so ungefähr sagen, wenn wir jetzt mal sagen, angenommen, wir nehmen jetzt mal als Durchschnittswert zwischen 80 und 120, so 100 Gewinn pro Monat über Februar bis 6, 7 Monate, so über Ja, eine halbe Million. das wäre noch ein bisschen großzügig. Wobei man es echt schlecht sagen kann. Schau mal, bei mir sind auch schau mal, hier 120.000, die der Ding mir nicht rausgerückt hat, die Silk Road. Dann allein schon Leute, was die festgenommen wurden, obwohl sie mir noch 25.000, 30.000 schulden. Weißt, das läppert sich schon. Dann habe ich ja noch mal irgendwann mal so 22, 23 Riesen in den Sand gesetzt, weil ich Versteht man das. auch, wieso die anderen so teuer werden, wenn man das alles mit reinrechnet? Ja. Irgendwann wollte ich ja noch mal ins legale Geschäft überwechseln und mit so Luxus-Autovermietung, weißt, habe ich mal was probiert. So ein bisschen Cash waschen. Da wurde. Autovermietung. Ja, nein, ich wollte einfach weg aus der Illegalität. Ja, aber weißt, ist doch und klar. ich hatte eh einen Faible dafür. Und da wurde ich aber ich mies gerippt, Alter. Da wurde ich gescammt, Alter, vom anderen Stern. Echt? Ja, aber auch nur, weil irgendjemand so dumm war und sich dazu hat breittreten lassen, mit mir einen Vertrag zu machen, weißt. Eine ganz normal rechtlich bindende. Ich hatte zwei Zeugen dabei. Der Typ hatte eine Pizzeria, damals hat sie noch sein Vater gehört, aber eine Pizzeria in der Münchner Innenstadt, weißt du. Und egal wie gut die lief, wenn du in der Pizzeria in der Münchner Innenstadt hast, dann hast du auf jeden Fall mehr wie 20.000 Euro. Also hätte ich bei dem natürlich einklagen können, aber ich hatte. Ja. Hat mich damals nicht interessiert, weil das war Portokasse. Aber die Geschichte spielt eigentlich schon noch eine zentrale Rolle später, warum ich aufgehört habe mit der Silk Road. Aber was ich sagen wollte, da sind auch mal wieder 22.000, 23.000 rausgegangen. Da 120, weil da der eine schuldete 25, der andere schuldete auch noch 30.000. Wir werden nicht draufkommen, wie viel ich verdient habe. Ja, Wir da werden auch nicht den Überblick draufkommen, zu aber haben. auf jeden Fall, es lief, es hat so 2 Monate gebraucht. Oder einen Monat, um anzulaufen. Und dann lief's und ab September sowas habe ich die Schnauze voll gehabt, auf jeden Fall.